Schauen wir das Thema Tuning an. Und zwar werde ich euch einen Diablo-Zylinder zeigen, 45 mm, den ich bearbeitet habe. Und der hat ja ursprünglich 6,5 PS. Wenn man ihn bearbeitet, kann man damit über 9 PS rausholen. Eben da hatte ich auf dem Prüfstand 9,3 PS. Und den Zylinder werde ich euch zeigen. Ich werde nachher noch einen anderen Zylinder zeigen, der auf diesem Mofa ist, wo ihr hier seht. Weil dieser Zylinder hat über 10 PS. Es war ein 47 mm, den hatte ich erst letztens auf dem Prüfstand und dann können wir es noch anschauen. Zusätzlich habe ich noch Prüfstandergebnisse, also können wir hier auch noch die Kurven anschauen und dann kann ich auch darauf noch eingehen. Auch Thema Auspuffanlagen, eben man kann auch so etwas verbauen, um noch mehr Leistung rauszuholen. Was das bringt, wie viel das bringt. Und was für Steuerzeiten man da fahren sollte, auf das werde ich auch noch eingehen. Schaut zu und ich werde euch jetzt das Thema Tuning näher bringen. Thema Tuning bezüglich Zylinder. Eben das ist der Originalzylinder, 41 mm Diablo, also der wurde noch nicht bearbeitet. 45 mm bearbeitet und das ist der 45 mm Originale, also unbearbeitet. Bezüglich den Unterschieden hier, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, ganz kurz nochmal. Da wurden die Bohrungen weiter auseinandergesetzt, einfach. Wenn ich hier auf 45 mm gehen würde, wäre es nicht mehr dicht. Also muss man hier größer gehen. Zusätzlich muss man beim 45 mm ganz sicher einen Kopf vom BDS fahren, einfach weil es da hier auch nicht mehr passt oder eben den Kopf muss man selber machen. Dann zusätzlich, was jetzt hier betrifft, den kann man einfach montieren, eben weil es hier abgefräst wurde. Den nicht, der ist hier eben größer im Durchmesser und da muss man auch das Gehäuse ausspindeln. Den könnte man nicht aufdrehen auf 45 mm, weil dann ist man hier zu dünn. Aber eben, der Vorteil ist, der passt einfach so drauf. Bezüglich dem Bearbeiten. Eben der Zylinder, der hat sehr viel Material, man kann sehr viel machen, hat aber auch gewisse Einschränkungen, das werde ich jetzt euch zeigen. Fangen wir mit dem Einlass an. Bezüglich dem Fenster, eben das ist schon relativ gut, entspricht eigentlich ziemlich genau dem Fenster von auch dem 17er Vergaser. Ich habe sie trotzdem noch etwas größer gemacht, einfach dass hier schöne Übergänge stattfinden. Zusätzlich eben das Fenster innen. So, das ist nicht schlecht. Könnte man aber auch noch etwas verbreitern. So in etwa die Richtung. Geht noch mehr. Habe es aber auch sein gelassen, eben weil es ja, weil ich es nicht komplett ausreizen möchte. Jetzt bei diesem Zylinder hier. Dann bezüglich Einlasssteuerzeit, hier sind wir etwa bei 130 Grad. Das ist gut, solange wir mit den Steuerzeiten, mit all den Steuerzeiten, was Auslass und auch Überströme betrifft, nicht viel höher gehen, kann man die Steuerzeiten sein lassen, hat man auch gute Power in den unteren Drehzahlen. Hier bin ich etwa bei 135, 140. Viel höher würde ich in wenigen Fällen eben vorziehen, außer man geht jetzt auch wirklich auf Maximalleistung. Aber sonst dafür, ja, normale Fahrten reicht eigentlich das. Dann wäre man eigentlich beim Einlass schon fertig, eben das ist, ja, viel mehr kann man da nicht machen, oder sehe ich nicht. Bezüglich Überströmer, was man direkt sieht, sie sind sehr grob. Die kann man ganz sicher glätten, sich im oberen Bereich hier. Probieren, dass man aber die Spülung nicht durcheinander bringt. Also kann man es hier mit ja, kleinen Schleifer machen. Eben mit so groben würde ich nicht empfehlen. Einfach, dass man das ein bisschen glätten kann. Polieren würde ich es nicht. Würde ich nicht empfehlen. Und auch ja, einfach versuchen, die Spülung nicht kaputt zu machen. Die Fenster unten, die sind auch sehr grob. Das würde ich jetzt nur denen empfehlen, die eine 90-Grad-Schleife habt. Weil dann könnte man hier auch die Oberfläche noch etwas glätten. Einfach aufpassen, dass man die Steuerzeiten wie auch die Winkel nicht verändert. Weil
Eben, da kann man meistens mehr schief machen als gut. Bezüglich Auslass. In einer Regel ist man eingeschränkt, in der anderen Regel kann man das ein bisschen umgehen. Und zwar die Clips hier, also auf die schaue ich immer, würde ich auch immer beachten, wenn ihr den Zylinder bearbeitet, dass die nicht über einen Kanal laufen. Wenn das passiert, können eben die Kolbenringe einhängen und dann ja, kann es schlimm enden. Die sitzen eigentlich links und rechts vom Auslass. Das ist auch gut, eben Einlass ist man eigentlich uneingeschränkt. Bis auf das Kolbenhemd, eben es dürfte einfach nicht breiter sein als das Kolbenhemd vom Kolben. Eben das immer wieder komplett sauber abdichtet. Den Auslass eben kann man breiter machen, bis etwa 2-3 mm vor den Clips. Das reicht in der Regel. In der Regel reicht das. Man kann es übertreiben, aber das eigentlich würde ich nur empfehlen, wenn man den Auslass bearbeitet hat, dann mal montiert hat und dann man immer noch zu wenig Leistung hat, dann kann man die Steuerzeiten noch etwas hochnehmen, die Verdichtung noch etwas hochnehmen. Eben hier hat man vielleicht 1,5 mm, kann man vielleicht auf 1 mm runtergehen, hat man noch etwas mehr Leistung. Reicht das nicht? Wenn das wirklich nicht reicht. Eben beim 45 mm hat man etwa 6,5 PS, so wie er da steht, unbearbeitet. Bearbeitet, also eben das ist der, nein, das ist der Bearbeitete, der hat jetzt 9,3 PS. Eben Steuerzeiten wurden etwas hochgenommen und die Kanäle wurden bearbeitet. Und der Auslass ist hier riesig. Aber dass man den Auslass so breit machen kann, eben, es funktioniert auch, aber man muss zwei, drei Sachen beachten. Man darf den Kolben umdrehen. Es wird selten empfohlen, aber es ist möglich. Also es wird auch nicht empfohlen, aber es funktioniert. Ich habe es getestet. Habe es getestet bis über 13.000 Umdrehungen. Es hält. Es macht keine Probleme. Ihr müsst einfach die Kanäle, bevor ihr es einbaut, ist sowieso zu empfehlen, sauber zu entgraten. Einfach, dass sicher 0,2 bis 0,3 mm Phase da ist. Dann können die Kolbenringe sauber drüber gleiten. Ich würde es in der Regel eigentlich nie empfehlen, dass eigentlich die Clips über einen Kanal laufen. Bei Boostport kann man es machen, weil da ist der Winkel sehr flach und kann da nicht viel passieren, wird auch bei Rennzylinder so gemacht, gestaltet. Warum empfehle ich es jetzt bei diesem Zylinder? Oder sage, es funktioniert? Weil ihr habt hier die Überströmer und die laufen über die Überströmer da. Und zwar über den, wo es sehr schmal ist. Und da kann eigentlich kaum was passieren. Also ich habe es auch schön angefasst und dann läuft das hier auch sauber drüber. Das kann ich hier auch zeigen. Das ist da. Und so funktioniert das wunderbar. Also man hört da gar nichts, kein Widerstand, nichts. Und das würde ich auch immer testen. Testet es von Hand, dreht hier. Und wenn ihr nichts spürt, auch wenn ihr, mach mal ab und zu auch die Augen zu, dreht hier. Und wenn ihr nicht spürt, dass ihr überhaupt über einen Kanal gefahren seid, dann könnt ihr auch ziemlich sicher sein, dass im Betrieb funktioniert. Ja, das ist so das und dann kann man hier auf 90% Auslassbreite gehen, eigentlich ohne Probleme. Einfach immer probieren, schön zu entgraten, einfach, dann haben die Kolbenringe auch mehr Freude. Zum Bearbeiten empfehle ich euch diese Schleifer. Irgendwo bei eBay, Ricard oder sonst wo findet ihr die Schleifer. Warum die? Also eben, wenn man nicht viel schleift, kann man schon bei Dremel oder so irgendwo die Schleifer holen. Wenn ihr viel bearbeitet, würde ich die empfehlen, weil ich bearbeite sehr viel und ich habe so viel Geld ausgegeben bei Dremel, weil du kommst irgendwie drei Schleifer rüber für 4, 5 Franken oder ja, sonst irgendeiner oder solche, ja, nicht den, sonst irgendeiner. Und
Der schleift hier 20 Minuten und der könnte wieder wegwerfen. Mit denen, keine Ahnung, so eine, mit dem schleife ich 2, 3 Monate und x Stunden und da geht auch kaum was kaputt. Und das bei Grauguss, wenn ihr Aluminium habt, und wird sowas 2 Jahre halten. Und dann lohnt es sich manchmal, ja, kurz 30, 40 Franken auszugeben. Bezüglich Dremel, ja, ich schleife mit Dremel, biegsame Welle, Dremel 4000. Ist gut, aber eben, es ist auch nicht unbedingt das günstigste, weil so biegsame Welle, auch die Lager sind nicht die stärksten. Ich brauche vielleicht auch 2 im Jahr. Also die biegsame Welle. Gut, und auch eben 90 Grad Schleife. Ich habe noch welche. Könnt ihr mir schreiben, wenn ihr was braucht. Weil eben, es ist auch relativ schwer zu finden von denen. Ja, ich habe da mal ein paar organisiert. Aber ja, sonst bezüglich dem Tuning noch, wollte ich einfach noch kurz sagen, weil ich habe da schon viel Geld ausgegeben für eben nichts. Jetzt habe ich Ruhe mit denen, alles gut. Bezüglich dem Tuning, eben Verdichtung kann man hochnehmen, Einlasssteuerzeit kann man hochnehmen, Überströmen, Auslasssteuerzeit, da sind wir original bei etwa 155 zu 117 oder 157 zu 118. Je nach Zylinder variiert das ein bisschen. Eben, du hast Auslass in die Breite, Einlass in die Breite. Wenn das nicht reicht, dann könnt ihr dann die Steuerzeiten vom Auslass auch überströmen, noch etwas hochnehmen. Die einfachste Variante ist einfach das Zylinder liften, einfach eine Platte oder eine dickere Dichtung einbauen. Dann kommen die Steuerzeiten etwas hoch. Im Idealfall plant ihr dann den Zylinder noch einen halben oder auch einen Millimeter. Einfach, dass die Quetschkante noch in einem guten Bereich ist. Bezüglich Zylinderkopf, eben, das ist der Zylinderkopf für die 45 und auch 47 mm Zylinder. Die sind in der Regel schon sehr hoch verdichtet. Ja, auch 1,5 mm Quetschkante. Wenn ihr den Zugang nicht habt, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ihr es auf der Straße fährt, dann habt ihr so oder so noch einen geringen. Nein, ist jetzt falsch. Ihr habt keinen geringen Benzinverbrauch, außer wenn ihr eben hochverdichtet fährt. Aber eben auch mit 1,5 mm seid ihr schon eher an den hohen Grenzen. Weil sie haben eben die Quetschfläche hier relativ hoch dimensioniert. Die liegt bei 58%. Für Rennmotoren fährt man sie bei 40 bis 50%. Aber eben, ich habe den auf dem Mofa gehabt. Ich habe 10,3 PS gemacht und mit einer Quetschfläche von 58%. Ist aber auch ein Grund, wo ich noch anpassen werde, weil er drosselt bei mir in den hohen Drehzahlen. Das kann eben sein, wenn die Quetschfläche hier zu breit ist. Kann man das auch noch bearbeiten, aber ich muss auch schauen, wie ich das machen werde. Weil eben alles, was man hier oder hier macht, muss sauber gemacht werden. Und eben, Auslasssteuerzeiten kann man gehen bis 170 Grad, dann würde ich auch die Überströme hochnehmen, ja, etwa um die 123, 122, eben 122 zu 170. Dann kann man hier auch noch etwas 1 PS rausholen, nur alleine mit den Steuerzeiten. Bezüglich Auspuff, eben, ich werde euch die noch zeigen. Ich fahre meistens auch in der Regel mit dem Zündapp Jammercoil. Eben, es gibt auch andere Anlagen noch. Ich finde den gut. Ich kenne die anderen ehrlich gesagt fast zu wenig, um da viel zu sagen, weil ich kenne die Innereien nicht, wie sie aufgebaut sind. Oder Zündapp Jammercoil. Bezüglich Krümmer, eben, die werde ich auch noch zeigen, was das ausmachen wird, da in der Grafik. Werden wir nachher auch noch drauf eingehen, was da mit der Leistung ist. Auspuffanlagen. Eben werden wir auch in der Kurve noch anschauen, was ausmacht. Eben der wurde eher gebaut für tiefe Drehzahlen, der hier gebaut für höhere Drehzahlen. Der wurde viel schöner hier verarbeitet, der weniger. Doch macht es wirklich viel aus. Werden wir sehen. Und eben Setup. So bin ich auch immer gefahren. 47 mm Zylinder habe ich jetzt nur drauf gesteckt zum Schauen, wie das aussieht. Vergaser 17 mm Nachbau. Übersetzung ist original.
Originalübersetzung. Zündung eben eine elektronische, ähnlich Kokusan, aber einfach eine billige Variante. Ja, ich werde euch jetzt das zeigen. Und eben mit dem werde ich schauen, dass ich da noch mehr Leistung rausholen kann. Das ist jetzt der 47 mm, noch höhere Steuerzeiten. Da muss man auch noch bearbeiten. Wurde hier noch etwas geplant. Ja. Und jetzt geht's zu den Kurven. Ich möchte auch die ganzen Kurven noch zeigen, weil hier gibt es auch sehr interessante Sachen zum Sehen. Verschiedene Auspuffanlagen, verschiedene Leistungskurven, auch verschiedene Leistungen, die man somit erreichen kann. Je nachdem, was man drauf hat, hat man entweder in der unteren Drehzahl mehr Leistung, in der oberen Drehzahl mehr Leistung, oder kann auch sein, dass irgendetwas komplett drosselt, dass man gar keine wirkliche Leistung daraus holt. Zuerst mal die erste Leistungskurve, die ihr hier seht, da haben wir um die 1,8,2 PS. Ist der 47 mm Diablo-Zylinder bearbeitet, mit dem 17er Vergaser elektronische Zündung. Auspuff ist ein 70 mm Zündab Chamacol. Kann nicht sagen, ob es der beste ist. Ehrlich gesagt, ich habe da nicht groß probiert. Es entspricht eigentlich der Originaloptik. 32 mm Flammenrohr, Originallänge. Ja, das ist das, was montiert ist. Das ist die Leistungskurve. Unten seht ihr die Geschwindigkeit, seht ihr die Leistung. Wir haben die Maximalleistung bei 45 km/h. Heißt aber nicht, dass wir nur 45 km/h erreicht. Hier haben wir einfach die Maximalleistung. Hier beginnt der Reservoiranstieg auch schon sehr früh. Und ja, auf die Straße werden wir etwas um die 362 bringen. Eben das, was ihr hier seht am Schluss dann, das ist einfach nur Ausdrehen auf der Rolle. Hier haben wir keinen wirklichen Windwiderstand. Ja, werden wir etwas um die 62 erreichen auf der Straße. Was dann bezüglich Hügel oder Berge angeht, eben wir haben hier 47 mm. Wir haben ein schönes Drehmoment. Hier werden wir so im Bereich 55 sein. Den Hügel hoch, also die Berge hoch. das ist gut, das ist mehr als gut. Und der Vorteil ist, wir haben auch einen guten Ganganschluss. Wir werden hier etwa bei 55 sein. Wir hier etwa bei 27. Aber wir haben hier, wenn ich jetzt die Drehmomentkurve noch einblende, auch ein sehr gutes Drehmoment direkt nach dem Schalten und dann sollten wir eigentlich einen sauberen Ganganschluss haben. Ich habe jetzt einfach leider nur die 47 mm Leistungskurven hier, wo ich zeigen kann. Aber von der Charakteristik ist es etwas gleicher, die Kurven wieder etwa gleich aussehen. Nur haben wir hier halt etwas weniger Leistung. Also ob jetzt 41, 43, 45, 47 mm, man kann davon ausgehen, alle 2 mm gewinnen wir etwa 1 PS. Also der 45 mm hat hier mit diesem Auspuff etwa 7,2 PS und der 47 hat hier einfach 8,2 PS. Die Kurve wird etwa gleich aussehen. Was wir hier aber noch das Problem haben, bei 47 mm, was beim 45 ein bisschen besser ist und beim 41 ist recht, je schneller das hier werde mit den Drehzahlen, werdet es nachher sowieso sehen, je mehr Probleme wird vermutlich hier der Vergaser machen. Wir haben hier einen 17 mm Vergaser, der ist groß, aber eben bei 47 mm könnte es eben schon zu knapp sein. Deshalb werden wir oben einfach noch drehen, aber keine wirkliche Leistung mehr generieren. Was eben auch noch eine Drossel ist, werden wir hier sehen, weil wir gewinnen hier von 8,2 bis auf 9,4, 1,2 PS. Und nur durch das, dass ich den Krümmer um 10 cm etwa kürze. In der Regel verliere ich einfach in den unteren Drehzahlen, je nachdem auch massiv. Aber jetzt beim 47 mm, auch beim 45 mm, das kann ich euch auch sagen, bringt es ziemlich viel, den Krümmer zu kürzen. Weil ich verliere hier kaum Leistung, hier verliere ich etwas an Leistung.
Aber das, was ich hier oben an Leistung gewinne, das ist so massiv, dass eigentlich, dass man das vernachlässigen könnte. Durch das, dass ich jetzt im ersten Gang sehr weit drehen kann, kann am Schluss im zweiten auch gut sein. Und eben, ich habe hier 9,2 PS. Ich werde hier schneller auf der Geraden sein. Ich werde schneller den Hügel hochfahren. Also, man hat mehr als nur gewonnen mit diesem Setup, also eben wenn man kurzen Auspuff montiert. Und eben 9,4 PS. Und wir haben nur einen Zünder-Jammer-Call und ein 32 mm Flammenrohr montiert. Also ist auch so ein Wolf im Schafspelz mit 9,2 PS. Und das ist gut. 9,4 sogar. 9,4 PS. Und ja, es ist auch so gut wie getarnt. Das ist beachtlich. Und eben, das Ganze ist original übersetzt. Man könnte es natürlich noch länger übersetzen. Mache ich jetzt nicht, weil ja, das reicht mehr als genug. Und eben, es ist ja nur zum Testen jetzt, was man so rausholen könnte, aber es ist gut. Dann können wir die anderen Kurven noch anschauen. 9,4 gegenüber dem 10,3. Die 10,3 erreiche ich mit dem Auspuff, den ich gebaut habe, für die unteren Drehzahlen. Der Bogen in Krümmer ist nicht der beste, aber es hat jetzt kaum was an Leistung gebraucht. Könnte sein, dass ich hier den Knick etwas rausbringen würde, wäre es ein perfekter Bogen. Die Leistung ist eigentlich hier. Was hier noch ist, das könnte sein, dass die Auspuffresonanz hier noch richtig gut gewesen wäre, aber einfach der Vergaser hier zumacht. Das könnte sein. Eben 10,3 PS aus dem 47 mm. Wenn ich hier die Drehmomentkurve noch anschauen, die sind hier einfach mit dem Resonanzauspuff noch relativ, also einfach noch ausgeprägter. Wir haben eigentlich immer, je stärker das der Resonanzauspuff, umso stärker ist auch das Resoloch vorne. Und das ist meistens, also kann man eigentlich davon ausgehen, die halbe Resonanzdrehzahl. Also in der Regel wäre sie ungefähr bei 70, hätte man ja das Resoloch bei 35. Hier haben wir hier aber schon die Maximalleistung. Also der hat hier einfach ein kleines Problem. Eben, ich schaue es jetzt eben noch ein bisschen aus meiner Sicht aus, was kann ich noch machen? Ja, weil eben, ich möchte hier schon noch 1, 2 PS rausholen. Wenn ihr dran bleibt und mich abonniert, dann könnt ihr auch sehen, was ich hier noch machen werde. Aber ich finde es auch schon mal sehr gut, was ich da erreicht habe. Dann können wir hier noch weitergehen. So habe ich den Resonanzauspuff für die hohe tiefe Drehzahlen. Kann ich den Auspuff für die hohen Drehzahlen einblenden. Das ist der Auspuff, den ich zuletzt gebaut habe, mit dem wunderschönen Bogen vom Krümmer. Es könnte sein, dass jetzt einfach diese Kurve hier mehr geglättet wurde. Ja, das ist schon mal ein Vorteil, den ich da gewonnen habe, weil ich mir da auch viel Zeit genommen habe. Was auch noch ist, eben der Krümmerbogen, der hat jetzt nicht so viel ausgemacht, eben ob es perfekt ist oder ob es der Bogen relativ scharf ist. Aber was noch ziemlich was ausgemacht hat, ist, ich kann hier 5 Läufe machen mit dem hier. Ich werde hier ziemlich genau die gleiche Leistung rausholen. Wenn ich jetzt mit dem anderen 5 Läufe mache, dann werde ich Leistung verlieren, weil vermutlich einfach der Hitzestau größer ist, weil der Krümmerbogen nicht perfekt ist und einfach somit mehr Hitze im Zylinder bleibt. Ja, das hier ist die Leistung, was man hier auch sieht, jetzt mit dem Auspuff für die hohen Drehzahlen. Im Unterbereich verliert man schon etwas. Aber wenn ihr hier seht, da werde ich etwa, ja, mit 65 den Berg hochfahren und hier wird es knapp. Ja, vermutlich 69, 70. Werde ich den Berg hochfahren und das ist extrem. Mir geht es auch nicht darum, ich zeige euch einfach, was möglich wäre. Und hier sind wir immer noch original übersetzt.
bei 70. Jetzt geben wir mal nochmal die Drehzahlen. Wenn das Mofa 70 fährt, mit der Originalübersetzung erreichen wir hier knappe 13.000 Umdrehungen. Bei 13.000 Umdrehungen, da sollte man schon Richtung elektronische Zündung greifen. Alles, was hier 11.000 ist, da braucht ihr keine elektronische Zündung. Ich bin hier relativ hoch mit den Steuerzeiten, also so um die 176. Einfach, weil ich möchte schauen, was noch an Leistung geht. Wenn ihr etwas mehr Leistung und Drehmoment wollt und auch eben, dass die Leistung einfach bei 11.000 aufhört, dann entweder eben länger Krümmer, habt ihr einfach ein bisschen einbußen, dann wird ihr hier ja relativ früh aufhören. Eben kann sein, dass er auf der Straße nur 11.000 schafft, weil dann einfach der Windwiderstand zu groß wird. Aber ja, das ist so das, was man erreichen kann. Und wenn man noch mehr Leistung rausholen möchte, was ich kaum denke, oder ja, die wenigsten machen werden, eben dann geht es noch über einen anderen Vergaser. Ich denke bezüglich Steuerzeiten, die auch Auspuffanlagen, bin ich ziemlich am Ende. Die Auspuffanlagen, die werden gut sein, das habe ich jetzt mit ein paar anderen verglichen. Sind sicher nicht die besten, es gibt viele, viele, die noch bessere bauen, aber ich bin da sicher auf einem guten Weg. Ja, das wär's von den Kurven her. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen einblenden, was Bilder betrifft und sonst, ja. Seid gespannt auf das nächste Video. Geht sich um noch mehr Leistung. Und eben der 50-Kubik, der war auch auf dem Prüfstand. Der hat auch etwas um die 15.000 geschafft. Umdrehungen um die 120 Stundenkilometer auf dem Prüfstand. Aber eben, das sind Prüfstandsdaten. Was er auf der Straße macht, was ich dazu noch sagen werde, das müsst ihr im nächsten Video anschauen. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Das ist das. Du! Komm, ich hab's.